Schwere Terrorattacke in Solingen mit einem Messer. Drei Menschen sind tot, viele sind verletzt und es ist unsäglich, was momentan passiert. Die Gedanken sind ganz klar bei den Menschen in Solingen und ja, bei jedem, der Menschenleben auch zu beklagen hat. Und ich muss sagen, es reicht mir mittlerweile. Es reicht einfach, was hier in diesem Land passiert. Permanent diese Nachrichten, die man kriegt. Es ist an der Tagesordnung mittlerweile. Die Zahlen, Daten, Fakten über schwere Straftaten mit Menschen mit Migrationshintergrund sind extrem hoch. Und ich habe ganz viele Freunde mit Migrationshintergrund und denen gefällt das überhaupt nicht. Sie kommen selber in Verruf, weil andere Menschen, ja, die sich nicht nach Recht und Ordnung halten, die hier nicht für unser Sozialsystem tun und illegal in unser Land einreisen teilweise, dann solche Straftaten begehen. Und das ist keine Schwurbelei. Diese Zahlen, Daten, Fakten, die könnt ihr nachlesen. Das ist ganz klar ja, überall nachzulesen in den offiziellen Medien, aber auch in den Polizeistatistiken. Und ich kann das nicht mehr akzeptieren. Ich will es auch nicht mehr akzeptieren. Es reicht mir, es steht mir bis hier. Ich muss sagen, wenn man heute in Deutschland rausgehen will, und ich kriege ja viele Nachrichten von euch, auch hier auf dem Kanal, von vielen Follower und Followerinnen, ja, die sagen, dass sie Angst haben, in den Straßen mittlerweile zu gehen, weil solche Taten passieren und weil sie sich nicht mehr sicher fühlen, ja, selbst an öffentlichen Orten. Ja, und viele Polizisten sagen das ja mittlerweile auch. Und ich kann nur hoffen, dass die Polizisten, die den Täter stellen werden, ich hoffe, dass das passiert, ja, keine Verletzungen davontragen. Die schützen uns, die schützen unser Land, tun ihr Möglichstes. Und ich finde es sehr, sehr gut übrigens auch, dass Innenminister Herbert Reul heute Nacht direkt vor Ort war. Ich halte von dem Mann sehr, sehr viel. Ja, meine persönliche Meinung jedoch zu Nancy Faeser und der Ampelpolitik in Berlin, die diese Sachen mit zulässt und geltendes Recht teilweise nicht anwendet, ja, da muss man echt sagen, inakzeptabel. Ja, ich bin für ganz klar für Grenzkontrollen, die verschärft werden. Ja, auch auf dem Gebiet der Deutschen Bundesrepublik, auch wenn wir EU-Gesetze und sonst irgendwas haben. Denn wie kann es sein, dass andere Länder diese Probleme nicht haben in der Europäischen Union, wir aber schon? Ja, wir lassen Menschen einreisen ohne Pass. Wir lassen Menschen einreisen, die schwere Straftaten begehen. Und wenn es nach mir geht, würde ich ganz klar sagen, die deutsche Staatsangehörigkeit, die gibt es nur noch auf Probe. Und wer schwere Straftaten begeht oder andere Dinge macht, die hier nicht in Ordnung sind und sich nach den Gegebenheiten des Rechtsstaates hält, ja, der muss wieder gehen. Und zwar ganz schnell und zwar da, wo er hingekommen ist. Das machen übrigens andere Länder auch. Schaut euch mal Dubai an. Ja, da ist die Kriminalitätsstatistik ganz, ganz gering. Und hier in Europa gibt es auch viele Länder, die man nennen kann, wo das Ganze so ist. So, und wem das nicht passt, was ich hier sage mit allem drum und dran, der entfolgt einfach diesem Kanal. Denn es ist mir relativ egal. Es ist meine Meinung und ich werde zukünftig öfter unterwegs sein, auch in Ballungsgebieten, auch bei uns hier in NRW und an anderen Stellen, wo Dinge nicht stimmen und werde mich mit Menschen unterhalten aus der Bevölkerung und mal deren Meinung und deren Feedback einholen. Tja, so ist es. Und ihr wisst, ich bin selber oft mit der muslimischen Gemeinde unterwegs, bei der Obdachlosenspeisung oder bei anderen Veranstaltungen mit allem drum und dran. Das hat nichts mit rechts oder sonst irgendwas zu tun. Aber ich frage mich, wie viele Demos werden jetzt kommen, die protestieren gegen diese Taten, die momentan sind? Ja, wie viel wird da kommen? Ich bin mal sehr gespannt. Die Antwort, glaube ich, können wir uns fast schon selber geben. Eure Meinung gerne mit in die Kommentare rein. Und ich finde, man sollte keine Angst haben, hier in Deutschland auf die Straße zu gehen oder zu veranstalten. Und das ist ja genau der Fall im Moment. Das ist genau der Fall und das ist genau das Problem, was viele haben. Zahlen, Daten, Fakten belegen es. Ich setze euch nachher hier die aktuellen Presseberichte runter. Und ja, es ist Wochenende momentan. Kommt irgendwie gut durch. Meine Laune ist gen Keller, muss ich ganz klar sagen. Und ich bin nicht gewillt, das zukünftig in der Form noch hinzunehmen. Und wenn ich ein bisschen was tun kann hier auf dem Kanal, um ein bisschen Aufklärung zu tätigen, dann werde ich das in Zukunft auch tun. Meine Wortwahl und meine Sprache wird dann deutlich härter werden jetzt auch, denn es reicht. Ich habe auch Familie, wir haben auch ein Kind und ich möchte, dass dieses Kind in Ruhe und in Frieden hier in Deutschland leben kann, zusammen mit Menschen, die die Dinge, die wir hier in Deutschland haben, Gesetze, Regeln achten und ja, dementsprechend auch positiv hier ins Land einwirken und alle anderen kann ich nicht akzeptieren. Danke. Sei auch zukünftig mit dabei, einfach dem Kanal folgen und nichts verpassen.